Intersektionalität heißt für mich Layers of Identity. Also heißt Intersektionalität, Begrifflichkeiten zu erwerben, die meine Erfahrungen mit Mehrfachdiskriminierungen und komplexe Diskriminierungen zu beschreiben. Also ich als queer Muslima of color, aber white passing gleichzeitig, habe mich nicht immer in alle Spaces, also zum Beispiel in queer white Spaces, wohlgefühlt, aber in andere Spaces falle ich nicht auf. Und das sind für mich meine persönlichen Erfahrungen. Und Intersektionalität hat mir dazu geholfen, Status quo und Machtstrukturen zu hinterfragen. Intersektionalität erinnert uns daran, nicht einfach zu erwarten, dass wir andere Menschen verstehen. Wir haben alle unsere komplexen Schichten. Und zum Beispiel uns als BIPOC oder Women of Color in Berlin können wir nicht einfach davon ausgehen, dass wir dieselbe Erfahrungen haben. Das brauchen wir wirklich, um safer Spaces zu kreieren für uns und von uns. In Loom steht Intersektionalität in der Mitte unserer Arbeit. Wir behandeln also nicht nur Intersektionalität als Thema, sondern gestalten alle unsere Seminare und Workshops intersektional. Das heißt in der Praxis, wenn wir zum Beispiel über Gender-Identitäten sprechen in unseren Kursen, dass wir alle anderen Layers of Identity mit betrachten müssen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass in alle Jugendeinrichtungen und Schulen Intersektionalität behandelt und dekonstruiert wird.